Ja, hallo zusammen. Willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat aus dem wunderschönen Düsseldorf. Ich teste ja immer so ein bisschen Technik und mach hin und mach her. Und habe mir heute mal was einfallen lassen, denn ich habe mir diese wunderschöne Platte gekauft von der Adele. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, das sind Platten, also Langspielplatten. Die gab es früher zuhauf, mittlerweile sind sie wieder in. Also man findet die öfters in den Regalen. Und da habe ich gedacht, die kaufe ich doch mal, um einen Plattenspieler zu testen. Der steht hier noch an der Seite. Den habe ich ungelogen vor einem Jahr gekauft. Nämlich genau vor einem Jahr, um die Zeit habe ich den gekauft. Und wollte den damals testen, hatte aber irgendwie, ist der untergegangen. Der stand in der Ecke rum die ganze Zeit, jetzt ein Jahr, ich konnte ihn gar nicht testen. Den habe ich günstig bei Amazon gekauft, ist so ein Nostalgie-Plattenspieler. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Vielleicht gibt es ihn auch gar nicht mehr zu bei Amazon. Das sehen wir dann. Sollte es ihn noch geben, verlinke ich ihn natürlich in der Videobeschreibung. Und ich bin natürlich mal gespannt. Ich habe, keine Ahnung, ich bin ja schon, ach Gott, bestimmt 25 Jahre oder länger keine Platte mehr abgespielt. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich letztes Mal eine Platte abgespielt habe. Also insgesamt wird das geiles, geiles Video. Aber alles Weitere seht ihr nach dem Intro. Ja, da ist das gute Teil. Ich war, als ich es jetzt aufgemacht habe, erstmal erschrocken, wie klein dieser Teller ist. Ich wollte euch jetzt auch mit dem Unboxing nicht langweilen, denn da war nicht viel. Ich musste nur den Karton hier aufmachen. Also das hier so eine Kiste, das ist schon ganz witzig. Die kannst du aufklappen und das war's. Ein bisschen Plastik. Was jetzt mir als erstes schon mal, sagen wir mal als kleiner Störfaktor aufgefallen ist, hier, ich muss das Stromkabel hier oben anmachen. Ich hatte da eigentlich eher so einen Anschluss außen erwartet, denn wie ihr seht, man kann das zwar jetzt zumachen, aber dann klemmt man das Kabel ein. Das hatte ich schon ein bisschen anders gedacht, deswegen suchte ich erst außen nach so einem Kabel. Insgesamt befinden sich hier zwei Stereo-Lautsprecher an dem Gerät. Ich bin gespannt, was da für ein Klang rauskommt. Und was wir auch haben, wir haben hier die Möglichkeit, digitale Aufnahmen zu machen. Das heißt also, ich bin hier in der Lage, die Platte, die ich hier einlege, dann tatsächlich auch aufzunehmen. Und das ist die Besonderheit an diesem Plattenspieler, dass er also nicht nur abspielen kann, sondern auch Aufnahmen machen kann. Weil man möchte ja vielleicht seine alten Platten digitalisieren, weil Platten haben ja insgesamt immer so einen besonderen Charme. Und auch die Geräusche oder beziehungsweise Abspielen ist ja immer was Besonderes. Und dann kann man das natürlich machen. Ich habe zusätzlich, nicht, dass ihr euch wundert, wir haben auch Kassette habe ich bestellt. Dazu habe ich ein anderes Video gemacht. Und was mir jetzt hier noch auffällt, ist dieser kleine Halter in der Mitte. Für alle, die sich an früher erinnern oder sich auskennen, die wissen, das ist dafür da, damit man Singles abspielen kann. Die Singles selber hatten ein größeres Loch und hatten sich dadurch gekennzeichnet. Entweder hatte man da so ein Einsatz reingemacht oder man konnte die Single abspielen. Ja, hier ist die schöne Platte von Adele. Das sieht wirklich richtig schick aus, wie früher. Sieht ein bisschen plastischer aus. Ich habe so in Erinnerung so früher, dass die Platten nicht so ganz so dunkel schwarz waren. Aber wir gucken mal. Und ich habe es eben ganz schnell getestet. Passt sie überhaupt drauf? Und ich sage mal so um Haaresbreite passt sie da drauf. Was wir jetzt hier haben, das ist mir auch so aufgefallen, das ist hier so ein schwimmender Boden. Das heißt, das ist hier alles gefedert. Ich denke, das macht ja Sinn. Das ist wahrscheinlich für Vibrationen und Ähnliches schon mal gar nicht so schlecht. Dann, wie früher, muss man erstmal den Arm entriegeln. Und ganz wichtig, hier ist eine Kunststoffabdeckung. Die muss man abmachen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich die abkriege. Nicht, dass ich irgendwas kaputt mache. Genau. Und dann befindet sich da drunter, befindet sich die eigentliche Nadel. Die Nadel ist nämlich das, was dann im Grunde genommen die Informationen der Platte entnimmt. Und sobald ich jetzt hier rüber schwenke, werdet ihr jetzt feststellen, dann fängt die an zu kreisen. Voraussetzung, sorry, ist natürlich, dass wir die erstmal anmachen. Hier ist der Anschalter. Wir müssen also als erstes machen wir die Platte erstmal an, den Plattenspieler erstmal an. Hier ist der Anschalter und der ist auch gleichzeitig laut und leise.
Und hier ist dann der Kontrollindikatorleuchte, mit der man das dann testen kann. Und sobald man jetzt hier den Arm zur Seite bewegt, fängt die Platte an zu drehen, wie sich das gehört. Und dann kann man am Rand, hier befindet sich am Rand nämlich eine etwas breitere Fläche, das war früher auch schon immer so, da kann man dann in aller Ruhe die Nadel aufsetzen und dann kann es losgehen. Jetzt gucken wir mal, ob ich die richtige Geschwindigkeit habe. So, was man auch nicht vergessen darf, man kann Platten umdrehen. Die sind nämlich von beiden Seiten bespielbar. Und hier hören wir jetzt mal die Single-Auskopplung. Und wenn man die ausmachen will, dann muss man tatsächlich den Hebel einfach hochheben und rüberschwenken. Dann hört die Platte auf zu spielen und dann kann man die auch wieder runternehmen. Für alle, die sich nicht so gut auskennen, Platten sind in der Regel am besten immer am Rande zu nehmen oder jetzt hier so, schaut mal. Ja, also mit dem Finger in der Mitte und dann kann man die, oder mit beiden Fingern hier so in der Mitte, dann kann man die so nehmen und dann fügt man die hier ein. Denn was gar nicht so schön aussieht und auch für die Dauer nicht so toll ist, ist das, wenn man Platten quasi Fingerabdrücke hinterlässt. Und deswegen ist das einfacher, wenn man die sozusagen so nimmt. Auch beim Rausnehmen ist es so, dass man jetzt hier das genauso machen kann. Ne? Ich habe jetzt hier. Lege ich gerade beide Finger hier drunter. So, schaut mal. So. Und kann die dann dadurch nehmen. Ich habe also hier tatsächlich kaum Berührung mit der Platte. Und dann passt das. Ich kann jetzt hier auch die einzelnen Lieder ganz gut unterscheiden, denn in der Mitte ist eine etwas breitere Rille. Und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, die Lieder zu unterscheiden. Jetzt versuche ich doch mal zu gucken, ob ich tatsächlich das auch mal treffe. Licht ist ja hier gerade nicht so gut. Dass wir mal bei dem Lied starten, was ich gerade möchte, nämlich die Single auskoppeln. Das Problem, was ich natürlich habe, ist, dass ich euch das gar nicht so vorspielen kann. Ich sag mal, wie ist der Sound? Der Sound ist ein bisschen blechern, sage ich jetzt mal. Aber auch das war ja früher durchaus üblich. Was ich jetzt hier ziemlich geil finde, wir haben so ein charakteristisches Zwischengeknasper da so da, dabei. Ne? Also das heißt, das ist so, dass wir jetzt hier dieses klassische Knacken, was man schon früher von der Platte immer kannte. Also da war immer so, dass immer so ein leichtes Rauschen, so ein leichtes Knacken dabei war und das haben wir hier auch. Und das ist natürlich schon irgendwie cool, dass das da erhalten bleibt. Das ist, ich sag mal, man kann das heute gar nicht, vielleicht nicht so nachvollziehen. Dass das früher einfach, das war einfach dabei, das gehörte einfach dazu und das hat dann auch keine Sau gestört. Also wenn das hier im Prinzip jetzt hier mit Knacken und Störgeräusche ist, das ist dann einfach die Charakteristik einer Langspielplatte oder einer Single. Das hat früher überhaupt keine Sau gestört. Das war das, was da war, damit warst du zufrieden. Heute mit dieser High-End-Digitalisierung, Qualität vom Feinsten, Künstler, die heulen, wenn mal und rennen von der Bühne rennen oder stürmen, weil sie irgendwie den Ton nicht richtig treffen. Das war früher alles nicht so, wie es heute ist. In der digitalisierten Welt sieht das natürlich alles ganz anders aus. Und das ist hier schon sehr schön eigentlich, also sehr charakteristisch und wie das so früher so war. So, ich habe jetzt mal einen USB-Stick hier reingesteckt, der bekommt Strom. Und dann wollen wir mal die Aufnahmefunktion mal überprüfen. Ich drücke einfach mal auf Rec. Ich weiß nicht, wann er oder wie er dann direkt beginnt. Oder ob ich erstmal. Das kann man natürlich nicht so sehen. Hört er jetzt knistern? Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich gehe mal mit dem Mikro näher ran. Voll cool. Das ist cool. Das ist nicht keine Störung. Das muss so sein. Ah, okay, man muss die länger gedrückt halten. Das probieren wir also nochmal. Heißt, wir gehen nochmal an den Start. Jetzt sieht man auch, dass es hier blinkt. Das ist, denke ich mal, ein gutes Zeichen dafür, dass das jetzt aufgenommen wird.
Ich nehme das mal auf und höre mir das gleich mal an und dann fasse mal, denke ich mal, alles in dem Fazit zusammen. Wir haben, wie das früher auch beim Plattenspieler üblich war, haben wir hier einen Hebel, mit dem wir den Arm rauf und runter machen können. Das heißt, ihr seid nicht mal unbedingt darauf angewiesen, den Arm selber hin und her zu machen. Ich nehme hier übrigens gerade noch auf, das stoppe ich mal gerade. Und das heißt, man kann dann natürlich wesentlich präziser dann vielleicht an einer gewissen Stelle dann auch stoppen, ne? Dann ist ja, oder starten, das ist ja wichtig. Und was ich hier auch noch sehe, ist, dass wir hier auch dann die Möglichkeit der Geschwindigkeit haben. Das war ja früher auch wichtig. Es gibt Platten in 33, 45 und 78er Geschwindigkeiten. Die Standardplatte, die ist 33. Ich glaube, eine Single war was schneller. Das kann man dann immer entsprechend ausprobieren. Und wir haben auch noch eine sogenannte Autostopp-Funktion. Das heißt, also der merkt, wenn er in die Mitte rausläuft, dass die Platte zu Ende ist und hat dann tatsächlich dann da eine Stoppfunktion. Kann natürlich auch sein, dass das hier digital geregelt wird, über die, ja, wenn die Musik länger nicht funktioniert oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie da, die sollte man natürlich dann immer anlassen. Und von daher alles super. To the cemetery of my heart. Chains as if they could. Ja, kommen wir mal zum Fazit, würde ich sagen. Hat mir gut gefallen. Also ich muss dazu sagen, dass das charakteristische Knacken ist natürlich voll vorhanden. Ihr habt ja jetzt mal gehört, ich habe hier ganz kurz das eingespielt. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich euch die Musik nicht vollständig abspielen kann, weil sonst gibt es ja direkt ein obendrauf wegen Urheberrechte und. Deswegen kann ich immer nur maximal 9 Sekunden abspielen. Ich bin mal gespannt, ob das, wenn ich mehrmals 9 Sekunden abspiele oder kleine Abschnitte, ob das dann auch so funktioniert. Aber das seht ihr ja, wenn dieses Video noch online ist, dann ist das kein Problem. Sollte das geclaimed werden, sprich sich die Einnahmen davon nehmen wollen, ist ja auch kein Problem. Hauptsache, ihr habt ein schön informatives Video. Also ich fühle mich jetzt erstmal um Jahrhunderte weiter zurückversetzt. Denn in der Tat, als ich noch in meiner frühesten Jugend war, so zur Zeit der Spider-Murphy-Gang, das war schon heftig, so die frühen 80er, da musste man sich tatsächlich mit Singles und Platten aushelfen, um klarzukommen. Da fand dann erstmal die Kassette später ihren Siegeszug über den Walkman, der dann quasi das erste tragbare Gerät war, mit dem man dann mit Kopfhörer durch die Gegend joggen konnte, wenn man denn wollte. Und die Platte war aber immer ein quasi vernichtbares Objekt. Keiner hatte jemals erwartet, dass die Platte vom Markt verschwindet. Und dann kam die CD, die hat natürlich dann dem Ganzen dann, sagen wir mal, den Rang abgeräumt. Dann ging es plötzlich los, oh, CDs kann man ja nur noch, was will man, oh, CDs, wer braucht denn eine Platte, Platte, schlechte Qualität. Weil dann wurde auf einmal wegen der Digitalisierung und wegen der verbesserten Tonqualität wurde die Platte verteufelt. Und dann sind alle hin und haben sich nur noch CDs geholt. Ja, aber so kann es halt gehen. Es ist nicht immer alles quasi gut, was fehlerfrei ist. Kleine Haken und Ösen, die machen uns doch eigentlich aus. Und deswegen ist dann natürlich auch, sagen wir mal, so ein Plattenspieler, der sein Rauschen, sein Knacken mitbringt, gar nicht so schlecht. Und es gab früher so Fights zwischen den Plattenspielern. Da gab es von der Firma Löwe, auch von Philips damals, glaube ich schon, von den ganzen großen Grund, ich war führend, gibt es heute alle zum Teil gar nicht mehr. Oder sind von irgendwelchen Chinesen aufgekauft und machen ihr Geschäft jetzt nur noch unter dem Namen. Und da gab es so richtige Fights. Wer hat die besten Abnehmer, also sprich die besten Nadeln, die am quasi rauschfreisten funktionieren, kaum Störgeräusche und. Und dann wurden die Platten gepflegt und wenn man dann so viel Staub auf der Platte hatte, oh Gott, die Qualität war schlecht. Also das war schon cool irgendwie. Das ist alles verloren gegangen, denn am Ende ist es ja tatsächlich über die MP3 dann in die digitale Welt komplett übergeführt worden. MP3-Dateien kennt ihr heute, wenn ihr euch bei Spotify, bei Apple oder ähnliches die Musik anhört, dann sind das meistens MP3-Dateien oder noch bessere Qualitäten. Und ihr wisst überhaupt gar nicht,
Die meisten von euch, die das hier gucken, wissen überhaupt gar nicht, was das für ein Aufwand, was das für ein Weg dahin war, wie das eigentlich dahin gekommen ist, was heute für euch selbstverständlich ist. Ihr macht euer Ding an, schmeißt die Spotify-Playlist an oder sagt euren Alexas dieser Welt, was sie machen sollen bzw. was sie nicht machen sollen und habt dann wunderbare Musik am Ohr in einer einwandfreien Qualität. Aber das hier ist Nostalgie und nichts umsonst hält die Platte immer mehr wieder Einzug in unsere Wohnzimmer, denn der ein oder andere ist dann doch auf den Geschmack gekommen und vor allen Dingen auf die Möglichkeit, mit einer Platte sich mal einen Moment aus dem beschleunigten Alltag, den wir alle so beleben, zurückzuziehen. Einfach mal eine Platte auflegen, dann daneben sitzen, die sich anhören mit einem Kopfhörer und dann zu sagen, wow, das ist ja gar nicht so schlecht. Quasi den Alltag mal vergessen über eine Platte. Und das ist dann doch schon ein Erlebnis zum Anfassen und wo ich sagen kann, Daumen hoch. Der Plattenspieler, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihn noch gibt. Es ist ja schon ein Jahr her, es sind ja viele Chinesen vom Amazon-Markt verschwunden. Sollte es ihn noch geben, dann werde ich den unten verlinken. Sollte es einen ähnlichen geben, verlinke ich den als Alternative. Dann könnt ihr das auch ausprobieren. Also ich finde das stark, ich finde das cool. Vielleicht noch ein technischer Hinweis zum Abschluss. Die Aufnahme, die ich gemacht habe, die war in der ganzen Zeit von der Lautstärke konstant. Das heißt, egal ob ich an den Lautstärkenregler, das habe ich extra getestet, auf leise gedreht habe oder nicht, die Aufnahme blieb konstant. Warum habe ich das getestet? Weil man möchte ja vielleicht seine Platten neben der Arbeit oder neben irgendwelchen Tätigkeiten digitalisieren und hat nicht die Möglichkeit, die ganze Zeit mitzuhören. Das heißt, man dreht dann einfach auf leise, nimmt das auf und hat dann seine Platte digitalisiert. Werde ich natürlich damit mal machen. Und dann geht's los. Ich muss quasi jede LP, jede Seite wird mit 3 Liedern, sind die. Es sind, glaube ich, insgesamt 2 Platten, 6 Lieder. Ich bin jetzt gar nicht sicher, muss ich gleich mal gucken. Vielleicht sind es auch 3 Platten, die ich da gekauft habe. Egal. Und dann muss man die wenden. Zack, denn die nächsten 3, zack. Und am Ende muss man das schneiden. Das ist wie früher. Da hat man seine Kassette genommen, dann hat man die hin und her gedreht, vorgespult, rückgespult, hat sich die Zeiten, also da gab es so Ziffern, die konnten mal mitzählen. Ne? Da hat man sich diese Ziffern aufgeschrieben, an welcher Stelle dann das Lied sowieso anfing. Oder damals beim C64, wenn man mit der Datasette in das eine Spiel starten wollte und nicht das andere, da musste man auch vorspulen. Geil. Also ein geiler Staff, ein geiler Schritt zurück zur Natur. Und ich denke, das wird euch auch bestimmt gefallen, wenn ihr das mal mitmacht. Von daher würde ich sagen, genug gelabert. Video war schon wieder lang genug. Danke fürs Zuschauen. Abo dalassen, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.